damit ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu Solar Light, den Lunar Tag. Im letzten Part haben wir die Stadt besichtigt. Heute geht's an die Drachenarena-Leiterin, beziehungsweise erst an die Arena, wenn das da noch andere Trainer gibt, keine Ahnung. Ich habe trainiert. Ich habe zwar gesagt, ich trainiere alles, was teils stimmt, weil alles auf der Box ist jetzt mindestens Level 30. Und ich habe noch im Team ein bisschen trainiert. Ihr seht, Tobi hat sich entwickelt und Joma hat sich entwickelt. Jetzt habe ich zwei Fische anstatt einen. Und ich musste dezent lachen, als du pink wurdest, Tobi. Also hier, ich weiß nicht, wie die Vorentwicklung hieß, entwickelt sich mit einem Funkelstein. War es, glaube ich, Dawnstone auf Englisch, keine Ahnung. Joma hat sich, glaube ich, nach 4 Leveln entwickelt gehabt. Und ja, je nachdem, wie viel Pokémon die Tante einsetzen will, das ist unser Team, was ich dafür mitnehmen möchte. Ich habe das Schaf, Bösi, genau, habe ich rausgetan, weil ich habe den Stein nicht und ich weiß nicht, ob ich den Stein bald bekommen werde, damit sich zum Eis-Pokémon entwickelt. Darum habe ich halt die beiden trainiert, weil sie können beide Eisstrahler lernen. Und ja. Mal schauen. Tobi ist von den Werten her besser, würde ich behaupten, weil er ist speziell ziemlich gut dabei. Ziemlich gut sogar. Und Jomo ist halt so ein bisschen ausgeglichen, deswegen. Aber Jomo ist schneller, rein theoretisch. Aber sie hat ein Minuswesen. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das unser Team. Wir sind noch im Pokécenter. Die anderen brauche ich euch nicht zeigen, da hat sich nichts getan sonst. Außer, dass Husser vielleicht ein Level erreicht hat und hieße Wolfgirl 67. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die halt alle jetzt Level 30. Und wir werden noch schauen, was wir hier machen. Das hast du eigentlich schon, das Item? Weil Tobi werde ich auf jeden Fall verwenden. Also, die drei möchte ich am liebsten verwenden, weil ich habe drüber nachgedacht, das könnten uns für Typen erwarten. Ich meine, Drachen können ja mit allen zusammengemixt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel die drei hier nehmen, weil die Eisattacken haben und dann kommt ein Eis-Pokémon und dann sind wir ein bisschen gearscht. Oder Wasser-Pokémon ist auch ein bisschen, weil Drache, Wasser, da bringt ja Gras nicht so viel. Was ist Gras? Pflanze. Und ja, ich habe Alive jetzt Oxlite beigebracht, anstatt dem Drachenhuten Mist, weil so haben wir was gegen hier Eis-Pokémon. Wir haben sogar was gegen Käfer-Pokémon. Und gegen Feuer, obwohl das Wasser dann doch bessere Option ist. Deswegen nehme ich auch doch mit, vielleicht für Wasserdrachen. Ich meine, wenn ein Stahldrache kommt, sind wir ein bisschen gearscht, aber stellt euch vor, jetzt steht einfach so ein Dialga vor uns. Das wäre ein bisschen heftig. Ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Lucky Egg, das kriegt nochmal Tobi. Weil ich glaube, am wenigsten werde ich Eri einsetzen. Ich meine, ich hätte für die Gesteinsprobleme eigentlich auch dich, aber da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich die verliere, weil die dann auf einmal mit irgendwelchen Wasserattacken oder so kommen. Wer weiß. Bist du ein Trainer? Ich habe mich halt, nachdem ich rausgegangen bin, ich weiter erkundigt. I've trained Dragon-type Pokémon my whole life. Ey, schön für dich. Ich hab richtig Angst vor der Arena. Du siehst noch ein Elektro-Pokémon aus. Das ist nicht so gut für mich. Geh mal rein in Live und Regel. Was mache ich jetzt gegen dich? Feuer? Du wolltest mich mit einer Feuerattacke? Okay. Du scheinst kein... Ne, warte, neutral. Wasser ist ja auf Dingens neutral, oder? Ich bin mir nicht sicher. Warum wolltest du mich mit deinem... Hä? Diese Arena wird mir schwer zu schaffen machen, ich verspreche es euch. Weil ich auch all die Pokémon gar nicht kenne. Hä? Okay, das dürfte Pflanze gewesen sein. Schön, da kriegen wir jetzt übrigens, was wir hätten haben können. Da kriegen wir sowas wie... Wie habe ich ihn genannt? Ich habe seinen Namen vergessen. Ganz verdrängt. Wisst ihr, ich habe gerade Pikmin gelesen. Das Pokémon gefällt mir.
Könnt ihr mich daran erinnern, warum ich gesagt habe, ich habe extra mein Elektro-Pokémon mitgenommen, weil ich denke, dass... Aber es ist neutral. Ich dachte, dass... Okay. Na, ja, wenn es neutral ist, geht's ja. Jetzt gehen wir erstmal wieder heilen. Beziehungsweise ich verschwende meine ganzen Tränke, die sich auch durch das Training so minimiert haben. Das ist der Wahnsinn. Ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich keinen verlieren möchte. Aber der hatte jetzt die drei Starter-Typen rein, theoretisch. Haben wir die schon geredet? I love this castle. Wenn er was sagen will, ja, das hatten wir schon. Nein. Klappe. Ist außerdem jetzt wieder drei Tage her, dass ich aufgenommen habe. Also, ja. Hier kommt mein Dragon Rush. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich den Pokémon dann ihre Items wiedergebe. Ich kann das nicht einschätzen. Was bist du? Purer Drachentyp? Nee. Oder? Ja, kann eigentlich auch sein. Keine Ahnung. Surfer. Warum hast du das getan? Ich meine, das ist definitiv Dracheflug. Das wäre One-Hit. Naja, okay. Okay, sag ich mal nichts gegen. Vor der Arena gehen wir nochmal heilen, wegen AP. Okay, doch gerade ein Level erreicht, das ist gut. Nö. Blubber. Blubber ist außerdem nur drauf wegen dem Training, weil es 30 AP hat und die Viecher in der Höhle, also das, was Cheetix getötet hat, das ist bis auf Robustheit One-Hit. Von daher hat Blubber da gereicht. So, haben wir dich geklatscht. Hast du jetzt KP verloren? Ich bin richtig Brain AFK dabei. Wir heilen die KP. Dafür haben wir, glaube ich, sogar ein paar Tränke für die kleinen Babys. Schließlich haben wir noch Sachen zum Reindonnern. Ich habe auch ein bisschen eingekauft. Ich habe nämlich auch zum Teil bei dem Kaffee trainiert. So, für den Anfang waren die Doppelkämpfe echt nice. Danach ging es gar nicht mehr. I think I should get a castle like this. I will ask my father to buy me one. Ja, viel Glück, Kollege. Ey. Sorry, I can't talk there. Fair is too much to need to clean. Und oh Gott, ich kann nicht vorlesen. Hallo. This castle is my famous for its dragon type Pokémon. Let's show me your mine. Let's show you mine. Wie auch immer. Wieder ein Pikmin. Eisstrahl? Nee, ist nur neutral. RIP. Das ist ein schönes Pokémon, das gefällt mir. So. Dürft gerne noch ein bisschen leveln. Ich weiß nicht, was ihr alle seid, es kommt einfach. Okay. Eisstrahl. Doppelt so effektiv, mach's gut. Das ist jetzt, bin ich wieder ein bisschen im Vorteil, weil ich die Typen erstmal von den Viechern weiß. Da macht sich's bezahlt, dass ich mit Drachen zu tun habe. Beziehungsweise Drachen gern trainiere. Ich mag die Pokémon, also die Drachen-Pokémon gefallen mir hier. Weiters mal als das Kampf-Drachen-Pokémon aus Sonne und Mond. Deutlich mehr. Dragana, ist das dein Ernst? Ich heiße auch nicht auf Discord Drachenlady, wenn es passen würde. Ganz im Ernst, Mann. Oh, hübsch. This castle is wonderful. I hope someday I can marry a prince with a castle like this. Okay. Dann mach du mal. Feel the power of my Dragon-type Pokémon. Oh, wisst ihr, dass ich richtig Angst habe, dass jetzt einfach bei denen jetzt alles stirbt und ich total verarscht bin. Das zum Beispiel sieht mir nach einem Elektro-Pokémon aus. Tschüss. Ich könnte auch auf Aerie wechseln, aber Aerie ist... ich möchte jetzt eher Pokémon trainieren, die auch sehr wahrscheinlich in den Kampf dabei sind. So was mache ich jetzt gegen dich. Oh, Eisstrahl, ne? Eisstrahl geht immer. So. Das Problem bei Alive ist so ein bisschen, dass der Angriffswert halt wirklich nicht so der beste ist. Ich müsste sagen, er ist ziemlich schlecht. Deswegen müssen wir sehen, wie wir das handhaben. Aber ich glaube, das wird schon. Mit genug Tränken und Geduld wird es. Dario!
Wir haben die Lay besiegt. Juhu. So. Der letzte Raum. Ich bin gleich wieder da. Ich habe wirklich ein bisschen sehr viel Angst vor ihr. Bevor ich es vergesse, werde ich jetzt die Items tauschen. Magnet erstmal für Dingsy, hier Doc. Die hat noch einen XP-Teiler. Live-Orb bekommt jetzt Tobi. Vielleicht ist das eine schlechte Idee, weil, keine Ahnung, wir mit 3 KP überlegen und dann kommt der zum Einsatz oder so. Das wäre ein bisschen doof. Eine Wasserplatte kann jetzt mein Homo bekommen. Eine Shellbell kriegt. Keine Ahnung, warte mal kurz. Ich glaube, das Muskelband ist besser bei Eri aufgehoben. Dann kriegt die andere das Shellbell. Und Alive trägt den Granitstein, wenn der so hieß, um Gesteinsattacken zu stärken, weil ich wirklich ein bisschen Angst vor Eis-Pokémon habe. Ich meine, die treffen Alive wegen ihren Pflanzentypen neutral. Und da möchte ich die eigentlich doch ein bisschen schneller beseitigen können, wenn möglich. Ich habe richtig Angst vor der Alten. Mann. Dankeschön. Ich konzentriere mich mit Absicht jetzt eher auf die 3 links, weil ich einfach hoffe, dass ich das mit denen machen kann. Jetzt weiß der Base Attack. Knallen wir das auf. Scheiße, wenn man nur spezielle Pokémon hat. Dann lassen wir das mal. Special Defense bekommt jetzt Alive. Komm, knall drauf. Knall drauf. Das war's schon, mehr haben wir nicht. Oder? Hier haben wir noch Defense. Zweimal. Ja, komm. Das kriegt alles Alive, weil Alive ist gerade mein Lieblings-Pokémon aktuell. Obwohl, das war dumm, ich hätte das auf die Hand. Da war noch was. PP ab. Nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Ich meine, welche Arena ist das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich bin vorbereitet. Oh, das ist die 6. Arena. Das ist die erste Arena nach dem Massaker. Was? Holy shit. Das kommt mir vor, wie wir zuerst vor ein paar 80 Parts passiert mit dem Massaker. Naja, okay. Ich habe dezent Angst. Ich hoffe eigentlich, dass es weniger Pokémon sind, weil dann kann das Massaker nicht so groß werden. Ich habe so Angst, Mann. Hello, you are the trainer with the Mega Stone. Aren't you? I battled one a few minutes ago. He also had a Mega Stone. I think he was Robbie? Ah, you are right. His name was Rodney. He was taught a Polo. He managed to defeat me. Okay, wenn der Lappen das dann bekommt, kriege ich das auch hin. My brother hasn't come by yet. I think he will still training, but I don't think it will be enough. Haha. So you want to teach you how to use the Mega Stone Professor Pinewood gave you? Alright, I'll tell you, but you have to battle me first. You should know I was trained by Rex to be his castle and for his castle, which means I'm really strong. Don't you say verheiratet? Heh. If you manage to beat me, I will give you something you need in order to use your Mega Stone. Etwas um Lauren wieder zu beleben? Okay, let's start our battle. I will show you the strength of Dragon-type Pokémon. Ach, glaub mir, das weiß ich selbst nicht. Wie darf ich ihn mitnehmen? Ich weiß nicht. Wir machen das wunderschöne, wenn irgendwas kommt, was uns nicht passt. 3. Switchen wir mit Doc raus. Okay. Wie gesagt, die 3 sind meine Favoriten, einfach um die verschiedenen Typen zu überdecken. Ich habe Angst. Das sieht mir nach einem Wasser-Pokémon aus. Das ist natürlich sehr nett. Ich habe so Angst, Leute. Ich habe so Angst. Und es paralysiert. Oh mein Gott. Ich hab so Angst, Leute. Das ist nicht schön. Aber das ist schön, dass es paralysiert ist. Wir wechseln raus auf Tobi. Weil aktuell sieht es nicht so aus, als haben wir gerade HP verloren. Okay. Setzt Hyper Potions ein. Das ist natürlich nett, wenn du das direkt an deinem ersten Pokémon verschwendest. Warum setze ich Classic ein? Ich denke daher, dass auch Eisstrahl neutral ist.
macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Und ich möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich die dazu zwingen, ihre Hypertränke zu missbrauchen. Könntest du nicht zuhören? Bitte, danke. Weil... Das ist doof, dass ich jetzt gewechselt habe. Ich hoffe, dass... Also die Aufnahme läuft noch. So, sie wird jetzt wahrscheinlich wieder heilen, wenn sie noch was hat zum Heilen. Sehr schön. Ist eine ganz brave. Immer schön die Pokémon heilen. Vor allem, wenn du es am ersten Pokémon verwendest. Ich muss außerdem sagen, dass mir dieses Pokémon deutlich mehr gefällt, als alles, was Zetraking, alles, was mit Zetraking zu tun hat. Ich werde jetzt trotzdem kurz einmal heilen. Mit einem Supertrag reicht, glaube ich, sogar. So viel KP waren es nicht, aber ich möchte trotzdem fit sein. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja gut, das hat sich jetzt nicht viel genommen, das Heilen. Hätte ich mir sparen können, aber ist okay, wir machen mal Ice Beam, vielleicht reicht's ja. Ja, komm. So, jetzt heilen wir trotzdem nochmal. Ich bin gut, ich weiß. Ich weiß, ich bin super. Danke. Komm, das Barhol-Scheiß. Ach, es maximiert sogar. Okay. Ja, dann nehmen wir doch nochmal einfach Hyperfeuchens. Wofür haben wir den Mist? Ich könnte auch Dock heilen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ist gut. Du kannst mir eh nichts. Also sie hat keine Items mehr scheinbar. Oder sie will das Ding nicht heilen. Ich würde es nicht verübeln, wenn sie es nicht heilen möchte. Ich habe mal ganz kurz geguckt, ob auch das Mikro unten ist. Das wäre peinlich, wenn nicht. So. Jetzt hängt Fiakon. Oh Gott. Wir bleiben jetzt mal drin, ne? Das sieht gut aus für uns. Bist du vielleicht Flugdrache? Ja, das könnte sein. Wir verlieren auch Dragon Dance, ehrlich. Ehrlich jetzt? Wie sieht das? Ich sehe Dragon Dance und denke direkt, jetzt kommt der Sweep. Jetzt kommt der Sweep. Also verlieren wir durch das Dingens hier auch nur ein KP, sehe ich gerade. Wir wechseln zu Alive, glaube ich, weil ich habe Angst. Ich möchte hier kein Pokémon verlieren. Es hat lang genug gedauert, die Scheiße zu trainieren. Was bist du? Das sieht mir halt jetzt nach einem Eistyp aus. Wir können ja mal gucken, was stärker ist. Rock Slide oder Ice Beam? Ehrlich? Fuck. Bubble Beam? Ist das Beste, was du kannst? Wir können ja mal gucken. Ich meine, wir haben ein extra Item dafür. Wie viel das abzieht. Okay, jetzt kommt auch Aura Beam, warum das nicht am Anfang? Okay. Den nutzen Rock Slide. Ich hätte auch Stone Edge beibringen können, aber ich wollte dann doch lieber mehr Genauigkeit drauf haben. Und es zieht doch schon ordentlich, also da kann man nicht mehr dran. Oh. Ja, unsere Pokémon sind alle rot, also ich hatte schon ans Limit gebracht. Nur war ihr Limit nicht. Das hätte sie ein bisschen mehr anstrengen müssen. Ich nehme es zurück, ist in Ordnung, du hast dich angestrengt. Du musst hier nicht gleich ausrasten. Oh, scheiß, drauf die Wand an. Ist in Ordnung. Du bist wirklich gut. Bitte hör auf zu quitten. Oh, jetzt habe ich Angst vor Quits, ne? Hm. War's das? Oh mein Gott. Close enough, es reicht. What a battle, you're full of energy. Nee, nicht mehr, danke. Bald hättest du live alles rausgeprügelt, was sie hatte. Oh wow, you're such a really talented trainer. I never thought I will be defeated by you two young trainers in a row. I believe you are strong enough to handle Mega Evolutions. Here, take this. Mega Ring. Wupp, wupp. Will ich jetzt noch irgendwas zum Runden geben? This is a Mega Ring. It contains a K-Stone. The K-Stone is a stone that acts as a medium between a Pokemon trainer and one of his Pokemon. If your Pokemon is holding a Mega Stone, you can activate the K-Stone where it reacts and your Pokemon is able to Mega Evolution. Oh my god. Some of the Pokemon in the region are able to Mega Evolution. Like my Kyogre.
I hope this will help you on your journey. Be careful, I gave Fortnite Mega Ring 2. And she took an offer for a girl named Kyra. I think he has a crush on her. Haha. Kann ich vielleicht einen von meinen Nachbarn mitnehmen? Ich denke, der ist in die verliebt. If I can't beat me, I will give him one too. Nee, bitte nicht. So your friends will all be really strong. Die haben mir schon Pokémon gekostet. Die haben mir schon Athena genommen. Es musste nicht sein. If you want to battle me again, I will be here in Resident City. Nee, tschüss. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir heilen und hoffen, dass uns niemand anspringt währenddessen. Holy shit. Das hätte... Natürlich werden wir aufgehalten. Ich möchte mich heilen. Hallo. Na? Oh lady, where you are? I heard you were battling Lizzie in the castle. Ah, that's a mega ring. So you won the battle. Congratulations. Ja. We are working hard to understand the Belang's crystal and determine if it can help us to stop Team Solar and Luna, guys. Heute ist das mit dem Lesen auch überhaupt nicht drin. But there's a reason why I want to speak with you. You're a magnificent Pokémon Trainer. Oh mein Gott, der Part wird wieder so trashy, Alter. You won a battle against Team Solar Command Gloria with ease. Ease, get wrecked, you can. And now you've defeated Lizzie too. So I have to give for you. I will help you in your battle against Team Solar and Luna too. As you know, I'm a Dragon type Water type specialist. So I want to give you. Oh my god, yeah! Choose between 5x, but choose carefully. Each Pokemon can a Pokemon with a different second type. Was du nicht sagst. Choose one. Green, red, pink, yellow, purple. Ich meine, ich glaube ja schon zu wissen, in Pinken könnte das kleine Wasser-Pokémon drin sein, was so niedlich war. Aber wir haben durch die Wasserrouten so viele Wasser-Pokémon bekommen, da weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das wirklich möchte. Das Rote sah like Bullshit aus, das Grüne hat eine Doppel-Eis-Schwäche. Das Elektro weiß ich nicht, was war denn das Purple? Weil das Purple, das wird zu diesem Flygon-Ding, ne? Das ist so schwierig. Mann, ich möchte alle. Ich meine, ich könnte jetzt eine Umfrage auf Colors, wollte ich gerade sagen, auf Twitter machen. Ich könnte. Es tut mir leid, dass ich den Part jetzt in die Länge ziehe. Ich habe eine Nachricht bekommen, okay. Grün, rot, pink, gelb. Oder lila. Ganz wichtige Frage. Erst mit dem Fuchsbau und damit genervt, welches Pokémon ich nehmen soll. Mal schauen, was sie sagen. Ich meine, es ist 9.41 Uhr, normal ist da nichts los. Dann hat direkt rot geantwortet. Also nehme rot. Dann weiß ich auch, dass Danse dann dieses Pokémon werden wird. Danke. Sehr schön. Weh, du rennst weg und gibst mir dann nicht das Pokémon. Also das wird auf jeden Fall Danse. Glückwunsch. Danke für schnelle Antworten. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Als Pokémon scheiße wird es Danse schuld. nee. Das war falsch. Dann schmeißen wir direkt erstmal wieder Yomo raus. Das war schön. Du gibst mir aber das Item wieder. Es war schön, dass du dich entwickelt hast und dass du ein Delfin bist. Ich meine, GGX kannst du nicht ersetzen. Aber wisst ihr, das ist auch schon krass. Das ist der erste Tod, nachdem das Projekt endlich weitergeht. Und auch der erste seit dem Tod von René. Und damit der zweite, der eine Nachbearbeitung bekommen hat für den Tod. Sehr schön. Da haben wir gleich ein Drachenei. Ja, ich freue mich wie so ein Schnitzel. Ich freue mich wie ein Schnitzel, genau. Sehr schön. Ich weiß außerdem nicht, wann ich begonnen habe, wie viel Zeit ich
ich noch hab hätte und so. Ich möchte immer noch das Rote. Split it! I think that one is perfect for you. Will ich hoffen. I know I have to find Dortner and give him an egg as well. Oh, bitte nicht! Ich meine, ich möchte nicht, dass meine Gegner so stark werden. Wenn der jetzt mit irgendeinem random Drachen-Pokémon ankommt, bin ich doch gearscht. Ach man. Kann das denn auch eine Mega-Evolution machen? Ich meine, aber es ist eigentlich gut, der Feuertyp, wenn es jetzt Feuer ist. Jetzt ist es nur eine andere Farbe oder so. A mysterious egg reside from the egg will look, this egg will take a long time. Du hättest wenigstens mal vorbrüten können. Ich habe also nicht geheilt, das war ein bisschen riskant, aber ist okay. Oh Mann, das macht mich gerade fertig. Was ihr noch rausgefunden habt, solltet ihr auch mal Solar Light in Luna Dark spielen. Ich zeige euch etwas, wenn ihr jetzt so seid und das Pokémon in der Hand habt und auf Return klicken würdet, so hier, dann würde das Pokémon verschwinden. Das möchte ich euch mal vorwarnen, dass das so ist. Das hatte ich nämlich, als ich trainiert habe mit Keksi. Deswegen habe ich dann den Spielstand neu geladen, muss neu trainieren. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst. Das habe ich nämlich nicht gewusst, ich habe das nicht mehr richtig realisiert, wollte dann Keksi zum Fliegen nachholen, aber Keksi nicht mehr da. Also passt da ein bisschen drauf auf. Und ja, Drachefeuer, ich freue mich ein Schnitzel, wir kriegen einen Regieram. Ich habe wie gesagt keine Ahnung, wo ich den Part begonnen habe. Aber ich glaube, wir behalten es bei dem kurzen Part, damit ich jetzt noch was aufnehmen kann. Ja. Eigentlich habe ich das alles gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich Ark spielen, aber Ark wollte nicht, dass ich es spiele. Von daher, wir haben die Drachentante besiegt. Wir haben einen Mega-Ring bekommen, den wir nicht verwenden können, weil unser Mega-Pokémon tot ist. Und wir haben ein Ei bekommen. Haben damit wieder ein Feuer-Pokémon. Das kann ich direkt ausbrüten. Wahrscheinlich hat das so eine Hedge-Zeit wie Trigefalo oder so. Und ich renne mir jetzt den Arsch ab, wie damals bei Tobi. Aber naja. Wir haben wieder ein Wasser-Pokémon mehr im Team. Achso, Tobi ist außerdem Typ Fee. Ja. Das war wahrscheinlich wichtig, dass ihr das jetzt noch wusstet. Ich finde das so warum der einzige Kerl im Team ist pink? Ich meine, gut, Eri jetzt als weiblich drin, aber naja, wir haben es bestanden, die Drachenarena. Ich hatte Angst davor, aber ja, ich war vorbereitet ausnahmsweise. Das war ich zwar für die Feuerarena auch, aber da hat die Vorbereitung nicht so gereicht, ne? Aber naja, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Part vielleicht wieder, mal schauen. Bis dahin, macht's